Herzlich willkommen zur Rallye-Quest. Heute besuche ich die junge Gemeinde Gaitai. Hier hinten, das ist der Luthersaal, aber der eigentliche junge Gemeinderaum ist dort hinten. Kommt mal mit. Ah, hier ist die erste Annalena. Komm mal her. Was macht ihr hier gerade? Nudeln mit Tomatensauce. Ja. Könnt ihr mich in euren Raum mitnehmen? Ja, ja. Komm mit. Komm mit, jetzt kommt der junge Gemeinderaum. Genau. So. Yeah. Aufgeräumt wie üblich. Ja, genau, wir haben unsere entspannte Sitzecke, wo wir uns eigentlich meistens hinwracken. Und hier am Tisch werden meistens Spiele gespielt. Warte, wie machen wir das am besten? Einfach locker. Hallo, ich bin Marcel Gut von RallyQuest. Wer bist du? Ich bin Magdalena Müller. Magdalena Möller, ich bin ja hier heute zu euch in die junge Gemeinde gekommen. Und was macht ihr in der jungen Gemeinde? Ja, wir singen, wir beten, wir spielen, wir essen, wir quatschen über Gott und die Welt im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, bist du. Ja. Ich bin Maren. Und ja, gehe noch nicht allzu lange in die JG. Ja, Maren, wie alt bist du? 15. 15 Jahre. Was machst du so in der jungen Gemeinde? Mich wieder zu Hause fühlen, sage ich so. Ja. Und warum gehst du hier hin? Ich gehe hier hin, weil das für mich schon wie eine Familie geworden ist und weil man hier auch über viele Sachen nachdenkt, wo man sonst nicht so drüber nachdenkt. Aber jetzt, warum kommst du eigentlich in die junge Gemeinde? Ich komme in die junge Gemeinde, weil ich mich hier ziemlich zu Hause fühle. Also es fühlt sich immer so an, als wäre man immer willkommen und man kann genauso sein, wie man ist. Und es ist auch eigentlich immer ziemlich interessant, sich so mit den Menschen auszutauschen, was so ihre Erfahrungen sind, sowohl im Leben als auch mit Gott und mit Jesus. Super, jetzt wird es jetzt schon persönlich, okay. Aber du hast dich bereit erklärt, glaubst du an Gott? Ja. Kommt das? Ich wurde eigentlich da so mit reingeboren. Habe ich viele Rüstzeiten mitgemacht, jetzt diverse Konfirmanden-Rüstzeiten, wie vor allem Schweden, die mir da in Erinnerung geblieben sind. Und ja, in denen habe ich dann eben mehr und mehr dieses ganze Konzept dahinter gesehen, versucht zu verstehen und dann ja, mich davon faszinieren lassen. Auf jeden Fall. Gut, jetzt wird es ein bisschen persönlicher, Annalena. Glaubst du an Gott? Ja, ich glaube an Gott. Einfach, weil ich schon verschiedene Erfahrungen mit Gott gemacht habe und ich wirklich von meinem Glauben überzeugt bin. Ja. Bist du auch bereit, eine von den Erfahrungen zu erzählen? Kann ich, natürlich kann ich machen. Und zwar gab es eine relativ lange Phase in meinem Leben, wo es mir persönlich jetzt emotional und psychisch nicht so gut ging und wo ich wirklich sehr am Ende war und einfach auch dann so ein bisschen meine Hoffnung und mein Glauben ein Stück weit verloren hatte, einfach weil ich so dachte, ja, wo bist du denn? Warum bist du denn nicht bei mir jetzt in der Zeit, wo es mir so unfassbar schlecht ging? Und dann war ich wirklich kurz vorm Ende und dann war ich eigentlich auch wirklich kurz davor, quasi mein Leben schon fast zu beenden, aber ich hatte dann noch das Gefühl, ich werde gebraucht. Ich hatte das Gefühl, irgendwas und irgendjemand ist da, der mich braucht. Und ich hab noch irgendeine Aufgabe im Leben und das war so mein Zeichen von Gott, dass er gesagt hat, du kannst noch nicht gehen, du wirst hier gebraucht. Ja, also sage ich, ich weiß nicht, kann ich es euch jungen Gemeindeleuten allen sagen, kriegt Kinder und so, oder gucken die mich auch komisch an? Jetzt würden sie dich wahrscheinlich auch komisch. Wie alt sind die Leute hier so? Zwischen 14 und 18. Ja, ich meine 14, 18. Ich habe gehört, Maria war auch gerade 14, als sie da Jesus, oder 16. Wir wollen das jetzt mal nicht hier so, wenn das online kommt, oh mein Gott. Naja, ich meine besser als Aisha, die war 6. So, egal. Wofür setzt du dich derzeit ein? Für mich selber. Weil ich schreibe gerade mein Abitur und das macht mir sehr zu schaffen. Und deswegen habe ich mir erstmal gesetzt, ich setze mich für mich selber ein. Weil wenn ich mit mir im Reinen bin, dann kann ich auch anderen helfen. Das will ich auch. Ja, was wünschst du dir für unser Land so die nächsten Jahre? Zweien Frieden für die Ausländer auch. Auch Frieden und auch Verständnis für Leute, die nicht so sind wie andere. Auch Verständnis für die Leute, die christlich sind, ja. Die homosexuell sind, die alle Wortverbindung und alles Mögliche. Und das ist halt Frieden. Gut, kommen wir wieder zum zurück. Apple, Huawei oder Samsung? Apple. Weil? Kann man essen, Apfel. Weil es das Alte meiner Eltern ist. Ah, interessant. Und was wünschst du dir für Deutschland die nächsten Jahre? Ich würde mir wünschen,
dass viele Themen, die gerade politisch behandelt werden, nicht so persönlich aufgeladen werden, sondern sachlicher betrachtet werden, weil, glaube ich, dadurch, dass alles immer sehr schnell aufgebauscht wird und auch schnell überdramatisiert wird, es gar nicht zu einer richtigen Diskussion kommen kann. Und es wichtig ist, dass alle miteinander reden. Also ich würde mir mehr Kommunikation wünschen. Kurz gefragt, in zwei Sätzen, wer ist Jesus für dich? Ein Mann, Mensch, mit dem ich über alles reden kann und mein bester Freund. Also Jesus ist Gottes Sohn, laut der Bibel. Und gekommen, um Gottes Willen zu tun und Gott zu beweisen. Ja, zwei Sätze sind um. Vielen Dank. Ja. Jesus ist Gottes Sohn und er ist gekommen, um die Menschen von der Sünde zu befreien. Zwei, super, du kannst gut zählen, Mann. Hast einen guten Mathelehrer sicher, oder? Ja. Sehr schön. Schönen Gruß an der Stelle an deinen Mathelehrer. Huawei, Samsung, Apple, Fragezeichen. Samsung. Du bist ein Freund von mir, Mann. Was bei dir? Ich habe so ein Handy und das ist ein Caterpillar. Was ist das? Das ist so eine Baufirma. Danke, dass ihr mich heute eingeladen habt. Gerne. Könnt ihr mir sagen, was das bitte schön ist? Ja, okay, wir haben hier mal ein Projekt gemacht, wo wir einfach alle möglichen Farben auf die Leinwand quasi gebracht haben. Und dann hatte sich das letztens jemand mit nach Hause genommen. Sehr kreativ, aber die ist heute leider nicht da. Und hat da mal so ein bisschen ihr kreatives Auge drauf geworfen und quasi mal geguckt, was man damit so machen kann. Ja, Magdalena, dann wünsche ich dir alles Gute für dein Abitur. Ich habe ja auch irgendwie einen Anteil dran, da wollen wir jetzt auch nicht drüber reden. Und weiterhin viel Freude in der jungen Gemeinde. Danke. Vielen Dank fürs Interview. Ja. Willst du unseren Zuschauern noch was sagen? Folgt unserem Instagram-Account JG Geithain. Ja, müsst ihr noch ein bisschen mehr hochladen, ne? Ja. Okay. Und dadurch, wir nennen uns halt Baumwipfel. Ihr seid nicht die junge Gemeinde jetzt, ihr seid Gemeinde gelandet, aber jetzt bin ich bei Baumwimpel Lamas. Ich weiß nicht, ob das ein neuer Trend ist oder so. Nee, auf keinen Fall. Also es ist wirklich jeder willkommen.